Agnes, Josephine, hört mir bitte zu. Ich möchte, dass Pace die Weihe begeht. Liebling, denkst du nicht, dass es noch etwas zu früh für unseren Pace ist? Wir wissen beide, wie brillant unser Junge ist. Und er kann das Schwert so gut wie kein anderer in seinem Alter führen. Aber... Ich halte den Jungen für erwachsen. Er weiß bereits, was es heißt, ein Fürst zu sein. Die Weihe zu begehen ist in dieser Welt eine Zeremonie des Erwachsenwerdens. Sicher, mit 9 bin ich noch sehr jung. Aber es kommt mir sehr gelegen. Meine Mutter ist allerdings geschockt. Wenn du findest, dass er bereit dafür ist... Die Weihe wird normalerweise im Alter von 13 bis 15 begangen. Ich hätte mir allerdings für ihn ein bisschen mehr Zeit als Kind gewünscht. Wir werden in 3 Tagen aufbrechen. Bereite bitte alles vor. Ja. Josie, meine Liebe, wirst du mir bitte dabei helfen? Ja, das mache ich doch gerne, Mutter. Schließlich wird er unsere Familie repräsentieren. Da wollen wir doch nichts dem Zufall überlassen, oder? Vielleicht sollten wir mit seiner Garderobe beginnen. Oh nein, wenn Sie so lächeln, führen Sie was im Schilde. Vater, tu doch was. Guten Appetit. Vater! Wie niedlich. Jetzt wartet aber mal. Findet ihr das nicht total übertrieben? Ich finde, es steht dir ausgezeichnet, Pace. Und diese Schuhe hier würden wunderbar dazu passen. Aber sind das nicht deine Lieblingsschuhe, Josephine? Das ist schon in Ordnung. Nur das Allerbeste für meinen süßen Bruder. Ich hab das Gefühl, na gut, dann werden wir ihn also schminken. Zu. Mit Farbe sieht deine Haut bezaubernd aus. Womit habe ich das verdient? Seit Ewigkeiten werde ich von meiner Mutter und meinen Schwestern wie eine Anziehpuppe behandelt. Mit meinen älteren Schwestern war es aber noch sehr viel schlimmer. Ihm steht es einfach am besten in unserer Familie. Vater, ich will schleunigst erwachsen werden.